Dies ist laut US-Wissenschaftlern der bisher biologisch akkurateste Laufgang eines Roboters. Versuche, Humanoiden das menschliche Laufen beizubringen, gab es in der Vergangenheit oft. Der japanische Roboter Ryuma Niyama, der Athlet, sollte sogar einen Marathonlauf vorbereiten, doch es klappte nicht so recht. Dabei war bei ihm sogar die Muskulatur der des Menschen nachgebildet. Die US-Wissenschaftler wollen mit ihren Roboterbeinen nun nicht nur die Bewegung nachbilden. Um den Roboter akkurat schreiten zu lassen, haben sie die nervliche Steuerung des menschlichen Gangs simuliert.